Kling, da ist er. Ist ein Satz aus dem Heike-Monogatari. Ich glaube, dritter Abschnitt, drittes Kapitel müsste das sein. Und ganz stinknormaler Kokula-Satz. Bla bla bla, Ava B. Nari. Okay, ich lese das Ding mal kurz. Yure wa mukashi mo kaku osoroshi karishi koto nari. Genau. Awa wa nari ist das Muster. Awa. Yure sind ja so Totengeister. Meistens Boshafte, die einen dann noch verfolgen, weil sie mit irgendwas an ihrem Tod oder mit irgendwas an ihrer Grabespflege nicht zufrieden sind. Wie auch immer. Geister. Auch früher so dermaßen Osoroshi, furchtbar, schrecklich, furchteinflößend. Karishi, da haben wir das Ki in der Rentai-Ke, weil es Attributiv zu Koto ist. Und dann fällt uns hier das Kari auf. Da haben wir was Interessantes. Und zwar ist es so, dass Kiyoshi zwei Flexionsschemata haben. Und zwar ist es so, eigentlich ist die Shushike Osoroshi, aber die Sache ist die, wenn flektierende Bestandteile an ein Kiyoshi angehangen werden, dann wird nicht unmittelbar das Kiyoshi selber flektiert, sondern es wird erweitert um den Bestandteil Kari. Und dieser Bestandteil Kari flektiert nach der Rahen-Reihe und ist die sekundäre Flexion von Adjektiven, also von Kiyoshi-Adjektiven. Und das ist wichtig, das kommt ewig vor, alle Nase lang. Und es gibt auch Verbalsuffixe, die wie Kiyoshi flektieren. Und dann entsprechend, wenn an diese Verbalsuffixe noch andere Verbalsuffixe angehangen werden, dann entsprechend auch eine Kari-Flexion, eine Sekundärflexion ausbilden. Im Fachbegriff heißt das Ganze dann Kari-Katsuyo, also Kari-Flexion. Okay, also, die Totengeister sind Dinge oder Angelegenheiten, die furchtbar waren, die so furchtbar waren, auch früher schon. Oder als schöner Satz, wie macht man das schön? Also, Totengeister sind Angelegenheiten, die auch früher schon so furchtbar waren. Ja, eigentlich extrem unspektakulär der Satz. Was man erwähnen könnte, ist, wir haben hier das Nari, das als Kanji geschrieben ist. Das kommt öfters mal vor, durch alle möglichen literarischen Genres hindurch. Wir haben das auch in der Setsuwa-Literatur, wie zum Beispiel Konjaku Monogatari oder Ujishui Monogatari. Und ja, hier im Heike haben wir es halt auch stehen. Wirklich wichtig ist halt zu bemerken, dass es diese Kari-Katsuyo gibt, diese Kari-Flexion. Wie gesagt, die Kari-Flexion ist für Kiyoshi oder wie Kiyoshi flektierende Verbalsuffixe und findet dann Anwendung, wenn an diese Kiyoshi oder Verbalsuffixe andere Verbalsuffixe angehängt werden. Und die Kari-Katsuyo oder Kari-Flexion verhält sich wie ein Rahen-Verb. Entsprechend, weil Ki hier in der Form Shi an die Renyoke angehängt wird, steht da ein Kari mit dem I als Signalvokal und ja, es verhält sich, wie es sich verhalten sollte. Wir können hier noch eine kleine Exkursion machen. Wir haben hier oben nämlich noch was Schönes. Boah, super Riesenkreide. Kaku
so oder dermaßen. Wir kennen dieses Kaku aus dem modernen Japanisch, kaum zu glauben, aber wahr. Man kann ja sagen, so auf diese Art und Weise, ko. Also Silbe ko plus u, ko. Es hat natürlich eine Bewandtnis und kommt irgendwo her, nämlich genau hiervon. Ich mache das mal kurz mit Buchstaben. Kaku. So dermaßen. Später wird es passieren, dass dieses K wegfällt. Und dann steht da nur noch Kau. Wir kennen ja die Reki-Shiteki-Kana-Sukai. Und wir wissen, wenn ein A auf ein U oder ein H trifft, dann lautet das Ganze um und wird zu einem langen O. Das heißt, also zuerst haben wir den K-Schwund, dann treffen A und U aufeinander und werden zu einem langen O und schon haben wir das moderne Ko. Ja, kleine Onbin-Exkursion machen wir zwischendurch mal wieder, wenn es sich irgendwo anbietet. Und ja, das wäre es dann erstmal zum Verbalsuffix Ki, unser böses Arschloch-Suffix.